Das hat uns alle neugierig gemacht hier im Studio. Deswegen sagen wir guten Morgen, Andreas Jopp. Guten Morgen, Frau Stichler. Schön, dass wir sprechen können. Es geht ja tatsächlich nicht nur um jüngeres Aussehen, sondern vor allem auch um Gesundheit im Körper, dass man eben lange fit und stark ist. Und da gibt es ja viele Ernährungsstrategien, die man schon so gehört hat im Laufe des Lebens. Wo ist jetzt hier der Haken? Das muss man zuerst fragen. Eigentlich gibt es keinen Haken bei der guten Ernährung. Tatsächlich ist es faszinierend zu sehen, dass unsere Gene sich auffalten können und dadurch werden erst Programme abgelesen. Und dieses Auf- und Zufalten der Gene, da können wir mithelfen. Also wir sind nicht abhängig von unseren Genen, sondern wir können mit bestimmten Nährstoffen bestimmte Programme auffalten. Das können Reparaturprogramme sein, Antikrebsprogramme sein, Stoffwechselprogramme sein. Und dadurch erklärt man sich seit Neuestem die ungewohnte Kraft der Ernährung, die Mediziner ja auch gerne schon mal so belächeln und sagen, ja, trinken Sie einen Tomatensaft oder so. Und seitdem wir wissen, dass wir die Gensoftware direkt beeinflussen können mit bestimmten On-Off-Schaltern, wo wir die Gene an- und abschalten können, wird klar, dass sich die Ernährung halt über Millionen von Jahren in unseren Körper sozusagen hineinentwickelt hat. Ja, also man kann sich das so vorstellen, Herr Jopp, dass wir der Computer sind und die Lebensmittel ist die Software, die wir sozusagen reinfahren. Da ist natürlich jetzt ganz interessant für uns alle zu wissen, was sollten wir denn idealerweise dann in unseren Einkaufskorb tun? Ja, tatsächlich beeinflussen am meisten bestimmte Pflanzenstoffe die Gene. Die haben sogar Andockstellen auf verschiedenen Zellen und an den Genen können sie dieses Auf- und Zufalten bewirken. Und Schadstoffe wirken zum Beispiel für das Zufalten der Gene. Und wir müssen uns alle jeden Tag reparieren. Das betrifft also nicht nur das Jüngerwerden, sondern die tägliche Reparatur unseres Körpers, die tägliche Reparatur dieser Biomaschine. Und bei den Lebensmitteln kann man so grob galaktisch sagen, je bunter, je dunkelbunter es ist, desto besser. Also ich schreibe hier direkt mit, Herr Jopp. Ich mache eine Einkaufsliste für heute Nachmittag. Also wahrscheinlich Kräuter. Was gehört da noch drauf? Was ist noch dunkel? Kräuter sind tatsächlich die Superfoods überhaupt. Da steckt ganz potent, stecken da Antioxidantien drin, die unsere Zellen schützen. Dann natürlich ist es besser, einen dunklen Apfel zu kaufen statt einen hellen. Einen dunklen Salat, einen Rucola zu kaufen statt einem Eisbergsalat. Immer wenn es dunkelbunt ist, da stecken die meisten Pflanzenstoffe drin und die können am besten die Zellen schützen. Und also wir haben eben gesagt Kräuter, vielleicht können Sie noch mal genau sagen, welche Kräuter, ist das egal oder gibt es Basilikum oder bestimmte, die da besonders gut helfen? Die haben ja die unterschiedlichsten Pflanzenstoffe drin. Also ich würde jedem empfehlen, einfach einen Balkonkasten zu pflanzen. Rosmarin, Thymian, Salbei, das ist auch noch winterresistent, das kommt im nächsten Jahr wieder. Und dann eben zusätzlich Kräuter im Supermarkt zu kaufen, ein Töpfchen, das kann also jeder auf der Fensterbank machen. Und das bringt nicht nur ein Geschmackserlebnis, sondern eben auch unglaubliche Superfoods in sie hinein, ohne jetzt teure Superfoods kaufen zu müssen. Das sind die Profi-Tipps heute Morgen von Andreas Jopp. Also ich fasse zusammen, ich werde nachher in meinen Einkaufskorb alle Lebensmittel tun, die besonders farbintensiv und dunkel sind in der Obst- und Gemüsetheke. Genau, und dann natürlich, Sie hatten ja schon Nüsse, Kohlsorten, genau. Das ist besonders wirksam. Und bei Nüssen ist es zum Beispiel so, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen 40% zurückgehen. Und niemand konnte erklären, warum ist das eigentlich so? Und ein Teil davon ist, dass sich auf einmal Reparaturgenprogramme auffalten, die vorher zu waren. Das werden wir berücksichtigen, Herr Jopp. Wir müssen leider schon weitermachen. Aber ich stelle auf jeden Fall fest, ich lasse die Salzstangen jetzt öfter mal stehen und packe lieber ein paar Nüsse ein. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und für diese wertvollen Tipps.